Hier ist der Stefan von Raw Exchange. Ich möchte euch das Feuerpaket kurz vorstellen. Das Feuerpaket ist ein sehr spezielles Paket. Da stand die Kamera nämlich mitten im Feuer in einem selbstgebastelten Blumentopf, Glasscheiben, feuerfestes Gehäuse. Also genau das Richtige, um irgendwie Equipment für 4000 Euro da irgendwie reinzupacken. Aber die Bilder sind sehr großartig. Hochaufgelöste, mit Unschärfe, mittendrin im Feuer, infernale Feuerbilder. Sehr grandios. Wir haben hier Kohle durch so Drahtgeflechtsgitter, durch so einen Pole mit Drahtgeflecht gejagt und dann bewegt. Und damit entstand das. Da gibt es auch ein Making-of dafür. Davon, wer interessiert ist, das wirklich zu sehen, der kann sich das Making-of ja mal auf unserer Seite angucken. Wir haben 10 von den Texturen hier rausgenommen und die möchte ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Ich nehme mir jetzt einfach mal so eine und bastel hier ein bisschen an einem Porträt herum. So, wir machen das erstmal ein bisschen größer. So. Und ich achte jetzt hier bei der Platzierung der Textur schon darauf, dass diese, der Kopf ist, oder das Gesicht ist, dass ich hier so eine Aussparung habe, dann kann ich hier nämlich einfach nur noch so ein bisschen mit einem schwarzen Pinsel und einer Maske hier die Nupsis im Gesicht ein bisschen wegmachen, die mir hier zu viel sind. Ich nehme mal ein bisschen größeren Pinsel, mache die hier ein bisschen schwächer. So. Einfach eine Textur drüber gelegt, jetzt machen wir noch ein bisschen was in die Augen, dafür nehme ich mal sowas hier. Und legen wir hier so eine Feuertextur ins Auge. Hat man ja auch immer gerne. Auch die mache ich in den Modus negativ multiplizieren. Und setzen wir hier einfach an das Augenlid. So. Hübsch. Nehmen wir noch eine andere. Und auch die mache ich etwa die gleiche Größe. So, und platziere mir diese Textur auf dem anderen Auge. Die ist ein bisschen größer. Im Modus negativ multiplizieren natürlich wieder. So, gut. Und schon habe ich hier wundervoll Feuer in die Augen gezaubert. Gefällt mir noch nicht so richtig. Mache ich mal beides in eine Gruppe und dann kann ich hier generell mit der Deckkraft vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Oder ich kann es auch noch verschieben. Manchmal sieht es besser aus, wenn es eben nicht von dem Augenlid ausgeht, sondern so ein bisschen höher ist. Manchmal stimmt auch die Dings noch nicht, die Schärfe noch nicht, aber gut. Was ich jetzt noch tue auf jeden Fall ist, ich mache mein ganzes Bild und zwar außer den Nupsis, außer diesem Feuer, taucht das ganze Bild mit einer Gradationsebene in so ein bisschen einen roten Touch. Dazu ziehe ich das Blau raus, ich ziehe mein Rot raus, so. Ziehe mein Blau raus, ziehe mein Grün raus, ich schiebe ein bisschen Rot nach und ich glaube, es war ein bisschen viel Orange, so. Wunderbar, und damit haben wir so einen goldenen Turn. Das mit den Augen mache ich weg, das sieht doof aus. So, ein Trick, wenn man sowas einfärbt, färbt man natürlich immer auch die Highlights ein. Das will man nicht. Wenn man das nicht will, dann kann man hier Rechtsklick auf diese Kurvenebene machen und die Fülloptionen öffnen. In den Fülloptionen gibt es diesen Slider hier, das ist der Blend-If-Slider. Und damit kann ich die Ebenen mit den Hintergrundebenen aufgrund ihrer Luminanz mischen. Das heißt, ich ziehe den rechten Regler nach links und dann kommen meine Highlights von der Ursprungsebene wieder durch und werden nicht mit bearbeitet. Haben wir natürlich so einen komischen festen so einen Abbruch in den Tonwerten, den kann man aber vermeiden, wenn man hier die Alt-Taste klickt und dann kann man die beiden so ein bisschen trennen. Und damit haben wir einen schönen Übergang zwischen Highlights und Bearbeitung. So. Gut. Und damit wird das Ganze mehr in so eine
Feuergeschichte getaucht. Wundervolle Geschichte, wenn man Porträts irgendwie mehr so ein bisschen künstlerisch aufwerten möchte oder umbauen möchte oder zum Spielen. Wir haben mit diesen Feuersachen schon sehr, sehr viel gesehen. Zum Teil wird es auch als Schneetextur dann verwendet. Es wird zum Teil verwendet, um Hände anzuzünden. Wir haben hier auch noch so ein Feuerspucker-Bild, das ist auch ganz cool. Also die Auflösung davon ist natürlich auch genial. Da kann man schon einiges mit anfangen oder so für Ritter-Composings, wo der Ritter dann im Feuer steht. Auch hier natürlich beste Qualität. Na gut, das war so der Quick-Tipp zu dem Feuerpaket. Ich hoffe, ihr habt da viel Spaß. Lasst mal sehen, was ihr daraus zaubert. Und ja, viel Spaß damit.